Immer bedrohlicher wird die Situation in der Gastronomie. Viele Lokale schließen ihre Pforten, weil sie entweder keinen Nachwuchs für ihre Betriebe finden oder die Rahmenbedingungen dafür sorgen, dass ein Weitermachen nicht mehr möglich ist. Auch andere Gründe spielen eine wichtige Rolle. Die Gastronomie auf der einen Seite, warum sie aufhört, stimmt, die Kinder machen nicht weiter. Das kenne ich von vielen Familienbetrieben. Und die andere Seite ist, es gibt so viele Gesetze, Auflagen, Richtlinien, Evaluierungen, dass man irgendwann sagt, na, ich kann nicht mehr. Und das, bei vielen Betrieben lasse ich das einfach gar nicht machen, dass sie vorher sagen, das sperre ich lieber zu. Ich bin ja selbst im Ausschuss in der Gastronomie in Graz. Sie wissen ja, ich bin ja Funktionärin in der Wirtschaftskammer viele, viele Jahre. Und kämpfe da ehrlich gesagt oft als Einzelkämpferin, wenn ich jetzt nur die neuen Gesetze von den Allergenverordnungen angeschaut habe. Ich war selbst in Brüssel und habe gesagt, ich fliege nicht nach Hause, wenn ich den nicht kennenlerne, der uns das aufdividiert hat. Aber es sind so viele Dinge und Gesetzeslagen, die haben dann gesagt, sie haben uns Richtlinien geschickt nach Österreich und was Österreich dann draus macht, ist wieder eine andere Geschichte. Kann man sagen, dass in Summe die Rahmenbedingungen nicht stimmen? Also die Rahmenbedingungen passt überhaupt nicht mehr und ich weiß, dass es vielen Kollegen echt schlecht geht. Man muss vielleicht unterscheiden, ob ihr ein Vier-Stern-Haus oder ein Familienbetrieb oder irgendwo im hintersten Krom drinnen eine Gaststätte habt. Ein kleines Wirtshaus, das ich überhaupt überleben kann. Und wenn man da nicht Unterschiede macht, weil wenn ich nur auf die Allergenverordnung denke, da habe ich eine eigene Schulkollegin, die hat überhaupt Überlebenskräfte, dass sie das schafft noch, die kommen nicht zusammen mit diesen Verordnungen. Und wenn man da nicht Unterschiede macht und bei der Kontrolle liegt es für mich, dass ich sage, schauen Sie, ich muss einen Unterschied machen, wenn die selber in der Früh aufsteht, das Lokal putzt, schaut, dass sie Gäste hat, dass sie überhaupt überleben kann, ist ein Unterschied, wie wenn ich ein Vier-Stern-Hotel habe, den Zettel hingebe und zur Sekretärin sage, bitte machen Sie mir die Allergenverordnung. Und das ist halt ein gewaltiger Unterschied. Und die andere Sache ist, also ich meine, da gibt es so viele Dinge, wenn ich jetzt das Rauchergesetz anschaue, na bitte, ich meine, das ist ja Gesetz, da man total versagt. Nun sitzen Sie ja doch eigentlich in dem Boot, das gerudert wird. Und man müsste annehmen, dass Sie sich durchsetzen können in Ihrem Bereich. Ist das nicht der Fall? Also Sie sagen es richtig, ich sitze zwar in dem Boot, aber es ist unmöglich. Du hast niemanden im Hinterhalt, ich habe auch niemanden im Hintergrund. Es ist schon allein, wenn ich denke, oder dass wir uns vielleicht zusammensetzen, als wird, dass man einen Stammtisch zusammenbringen würde. Da hat jeder andere Meinung und diese Meinungen kann ich auch nicht wirklich auf Annenner bringen. Das geht einfach nicht. Kann man sagen, dass die Genossenschaft, die in Österreich führend ist, in allen Bereichen, nämlich die Neidgenossenschaft, auch eine Rolle spielt? Natürlich spielt es auch eine gewaltige Rolle. Wir haben uns früher immer gesagt, schau mal, wenn der eine Wirt Ruhetag hat, soll der andere vielleicht aufsperren, damit die Leute, vor allem in so einer kleinen Gemeinde, ich sage jetzt noch immer, wir sind ja immer noch eine kleine Gemeinde, dass jeder Kunde sich aussuchen kann, wo gehe ich hin, wenn der Nachbar wieder zu hat, dass der andere offen hat. Auch das funktioniert nicht. Es ist so, dass im Grunde genommen doch ein großer Neid vorhanden ist und sich jeder sein eigenes Suppe kocht. Es ist so. Die Wirtschaftskammer müsste doch eigentlich mächtig sein. Naja, die Wirtschaftskammer ist schon mächtig und sage jetzt, ist wirklich sehr bemüht, an allen Ecken und Enden zu helfen. Auch bei der Allergenverordnung haben sie alles Bestmögliche getan, nur wenn einer halt den Computer gar nicht einschalten kann, weil hier hinten das ein kleines Wirtshaus ist, dann können wir denen auch nicht helfen. Und jetzt da als Vertreterin muss ich jetzt dazu sagen, ich bin zwar ganz viel unterwegs oder zumindest versuche einigen zu helfen, aber es ist nicht möglich, allen zu helfen. Und ich bin mir ganz sicher, und es ist so leidtragend, dass das auch für mich ist, es werden einige zusperren, da bin ich mir ganz sicher. Es ist auch so, dass das Kaufhaussterben angefangen hat oder schon ist und das nächste echtes Wirtshaus sterben wird. Dann werden wir nicht mehr zu den reichsten Ländern der Welt zählen. Da bin ich jetzt ein bisschen zweispältig, sage ich jetzt einmal, ob wir noch zu den reichsten Ländern gehören. Das möchte ich jetzt gar nicht so bestätigen.
Es geht uns natürlich an allen Ecken und Enden gut und wir jammern schon auf höchstem Niveau, das muss man schon dazu sagen. Es gibt aber auch viele Dinge, wo es uns schlechter geht. Und wenn das so weitergeht, kann man nur mehr sagen, Prost, Mahlzeit.